Büroekel Bernd Stromberg ist nun auch auf der großen Leinwand angekommen. Im Kinofilm Stromberg, der Film, spielt Christoph Maria Herbst, wie schon in der TV-Serie, einen Chef, den sich eigentlich keiner wünscht. Doch, das ist super. Dann lernst du den Chef endlich mal von einer ganz anderen Seite kennen. Zusammen mit seiner Belegschaft macht Stromberg einen Firmenausflug. Dann wagt er sich auch noch als Sänger auf das dünne Eis eines Entertainers. Die Welt, zumindest seine kleine Welt, gibt ihm das Gefühl, dass er auf diesem Eis auch was verloren hat. Ich glaube aber, dieselbe Welt würde auch sehr gerne mit ansehen, wie er in diesem Eis einbricht. Und dann habe ich den Kollegen Raab gefragt, ob er bereit wäre, uns einer seiner berühmten Hits zu schreiben. Und er hat gesagt, ja, und raus kam dieser Song. Lass das mal den Papa machen, Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen, Papa macht das gut. Den unverkennbaren Stromberg-Look hat Christoph Maria Herbst übrigens von einem ehemaligen Chef von sich übernommen. Das erzählte er in einem Focus-Online-Interview. Der war zwar kein Büroekel, sah aber genauso aus. Stromberg-Autor Ralf Hussmann war zuerst nicht so überzeugt vom Look. Aber zum Glück für die Fans sieht Stromberg ja jetzt so aus, wie er aussieht.